Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir jetzt sehen, was hier passiert, ist etwas, was wir in Sonntagsreden über viele Jahre angekündigt haben. Wir hinterlassen nachfolgenden Generationen einen zu hohen Schuldenberg. Das sei unverantwortlich. Das haben wir jahrelang gesagt, alle politischen Parteien. Wir sehen in Griechenland, dass das gar nicht auf die nächste Generation wartet. Es ist diese Generation, die damit konfrontiert ist. Und wir sehen, was das bedeutet. Der Gürtel enger zu schnallen, ist schmerzhaft. Aber wir müssen uns auf den Weg machen zur Stabilitätsunion. Es ist einiges passiert, was gut funktioniert, wo es läuft. Irland ist auf einem guten Weg. Wir haben einen Haushalts-TÜV eingeführt, das europäische Semester. Wir haben einen Stabilitätspakt mit Zähnen beschlossen. Auch das ist gut. Gestern Nacht, das war ein wichtiger Schritt hin auf diesem Weg zur Stabilitätsunion. Wir haben entschlossen, dass die Banken solider wirtschaften müssen. Sie werden in die Pflicht genommen, sie werden rekapitalisiert, aber sie müssen solide sein mit 9% Eigenkapital. Griechenland bekommt den Schuldenschnitt. Es war klar, dass das kommen musste, und es wird ein permanentes Monitoring der Reformen in Griechenland geben. Italien hat eine Rentenreform angekündigt, und hier müssen wir ganz klar sehen, wir sind auch auf dem Weg zur Stabilitätsunion. All das muss umgesetzt werden, das muss realisiert werden, dann kommen wir vorwärts. Lassen Sie mich abschließen mit einem herzlichen Glückwunsch an Olli Rehn zum neuen Vizepräsidenten. Ich bin ganz sicher, dass das eine wichtige Aufgabe sein wird auf dem Weg hin zu dieser Stabilitätsunion. Herzlichen Dank.